Herzlich willkommen zu Endless Space 2. Ich bin Cormelian und du bist genau hier richtig. Ja, hallo. Ich grüße jeden, der jetzt gerade zuschaut. Wir haben ja in der letzten Folge einiges erlebt. Die Vodiani haben uns Krieg erklärt. Die Rissgeborenen haben die Grenzen geschlossen. Die anderen Rissgeborenen sind mit einer ziemlich großen Flotte bei uns eingedrungen, die wir aber vernichten konnten. Die Lumeris haben uns schon darauf hingewiesen, wann sollen wir Krieg gegen euch führen. Dann, wenn ihr Aufmerksamkeit, eure ganze Aufmerksamkeit uns schenken könnt oder wenn wir euch in den Rücken fallen können. Also die haben uns eigentlich so durch die Blume auch schon angekündigt, über kurz oder lang irgendwie uns dann doch auch anzugreifen. Und ja. Und da mittendrin habe ich abgebrochen. Gesagt, wir machen an der gleichen Stelle, da wo ich abgebrochen habe, weiter. Und, wie versprochen, tun wir das. Gehe also jetzt erstmal hier die Punkte durch, die uns hier aufgeploppt sind. Also wir haben Bevölkerung hinzugefunden, den Kiris und den Trappist. Das ist jetzt nichts Besonderes. Der Dmitri Lenko hat einen Fähigkeitspunkt dazu bekommen. Das ist sehr schön. Da mache ich jetzt mal die Forschung. Also brauchen die Krustentechnik, damit wir unsere Schlachtkreuzer verbessern können. Ja, in Sol ist ein Schlachtschiff fertig geworden, aber noch die alte Variante, noch die alte Generation, weil wir uns die neue noch nicht leisten können. Ne? Kein Adamantium. Kionus ist die Bauliste leer. Was ist das? Zufrieden sind sie soweit. Futtertechnisch. Hier ist nicht so viel, ne? Komm, erstmal gibt's, ne, Geld. Geld ist immer gut. So, dann müssen wir uns. Wir müssen uns jetzt wirklich so langsam überall auf Krieg vorbereiten. Dann gibt es noch was zu essen und wenn wir das alles haben, kommen die Spezialisierungen. Der ist gemäßigt. Ist denn Kionus genau nochmal? Ach, hier direkt hinter Sol, relativ sicher. Upsala, komm mal her. So. Spezialisierung. Naja, gemäßigt. Ne? Aber ist nicht fruchtbar. Zentrum für Schlamm und Schlacke. Auch nicht schlecht. Zentrum für Schlamm und Schlacke. Ressourcengenerierung für Ressourcenvorkommen. Plus 1. Das ist ja geil. Habe ich noch nie gehabt. Das machen wir, weil wir haben ja hier Ressourcen. Und hier machen wir das auch. Ja, genial. Und hier, da haben wir Steppe gemäßigt. Wir haben auch sonst nichts. Hier machen wir einfach einen Spin. Nein, warte mal. Gemäßigt. Doch, wir machen Spin. Kann nicht schaden. Ja, so. Zentrum für Schlamm und Schlacke. Das ist ja ein genial. So, Lors. In Lors starten wir erstmal das Schlachtschiff. Ich gehe mal auch mal eben raus, damit ich das nicht verpeile. Ich wollte hier was aufbauen, ne? Genau. In Saints wird nämlich auch eins gebaut. Was haben wir hier? Ja, da ist ein Schlachtschiff fertig. Alle gruppieren, da fehlt uns noch eins. Baue ich nicht hier eins? Ja, hier baue ich auch eins. Und hier baue ich auch eins. Das können wir dann darüber und darüber. Da brauchen wir also nicht. Dann können wir das hier rüber verlegen. Na? Gut. So. Das war Lors. In Lors wollte ich in Lors nicht. Da wollte ich doch an und für sich. Wollte ich das nicht bauen? Ich meine, ne?
Hatte ich nicht gesagt, in Lors baue ich das Labyrinth für Wiederherstellung. Auf der anderen Seite das heiße und sterile Planeten. Oh ja, wir haben heiße. Jede Menge. Steril haben wir auch ein. Heiß, steril, alles was du willst. Wir sind echt heiß und steril. Aber wir haben so viel Forschung. 30 insgesamt, 2 pro Planeten, Bevölkerung. Mach mal. Passt schon. Und dann machst du noch. Wir haben genug. Ne? Kann das hier durchkommen, dass wir dadurch das Zentrum für Schlacke bekommen? Hm? Nee, ne? Oder? Ich habe keine Ahnung, aber ich finde das mega geil, weil hier können wir das auf jeden Fall, hier können wir das bauen. Das ziehen wir auch sofort vor. Ja? Weil das bringt uns ja hier richtig was. Das ist ja mega geil. Das müssen wir eigentlich überall, da müsste ich eigentlich überall mal durchgehen. Jetzt haben wir den Mars gerade Spin gemacht, aber hier, ja gut, da ist es egal. Also ob wir jetzt einen mehr haben, ne? Also, obwohl, warte mal, das ist, ne, Blau Captain haben wir hier genommen. Das lassen wir. Hamal. Patrouille ist fertig, auch gut. Mini-Systeme, ne? Dauert das auch alles so lang? 2 zusätzlich, dauert 13 Runden. Naja, wenn die prädiktive Logistik fertig ist, geht das schneller. Dafür haben wir dann B5 weniger. Ja doch, trotzdem, wir machen hier Savanne. Okay. Und in Trappist bauen wir jetzt das Schlachtschiff. In 6 Runden ist es fertig. Okay. Hier. Ne? Müssen wir ändern. Weil hier lohnt sich das auf jeden Fall. Rotsang, Superknollen. Hier haben wir auch nochmal Rotsang, Superknollen. Koloniale Börse. Naja, also ich weiß nicht. Wäre es nicht sinnvoller, hier dann lieber Spin zu machen? Ich meine schon. Und hier mache ich das auch. Ja. Schlachtschiff wird gebaut. Fertig. Fertig. So. Angriff. Wird sich zeigen. Die greifen mit. Die beiden greifen mit Projektilwaffen an. Ah, mal sehen, wie groß der Schaden wird oder ob das gar nicht so dramatisch ist. Ja, wir haben auch, ja, ne? Die Projektilwaffen haben uns Schaden zugefügt. Das ist, werden dann doch den Superkreuzer, den wir, oder den Kreuzer, den wir bauen, nochmal umstellen müssen. Wir brauchen ein wenig Projektilschutz. Okay. Das können wir reparieren. Ach, ist alles. Alles ärgerlich. Ja. Mach das gleich mal, bevor ich das vergesse. Das war der, ne? Wir den noch rein.
Dann haben wir auf jeden Fall auch Projektilschutz. Design anwenden. Das sollte dann eigentlich auch reichen. Man kann das auch verstärken, indem man zum Beispiel die Eskorte dazu baut. Und die Eskorte ganz auf Projektil ist sie ja im Moment sogar umstellt. Ne? Also das ist jetzt natürlich brutal. Auch teuer. Aber so kann man sie an für sich ziemlich gut umstellen. Also so. Dann hast du hier sogar noch Projektilangriff. Ist auch nicht verkehrt. Was ist das? Das ist ein Recycler. Wo zerstörte Befehlspunkt 10 Dust. Auch gut. Das ist auch noch ganz interessant. Eventuell habe ich das schon? Ja. Also wenn man einen Planeten belagert, dann hat man so einen Grundschaden, den man dem System hinzufügt. Also in der Regel sind das 20 Einheiten an Verteidigung, die man zerstört. Hat man dieses Modul draufgesetzt, werden nochmal 15 Einheiten zusätzlich vernichtet. Also 35 pro Runde in der Regel. Bringt schon ein bisschen was. Wir wenden das mal anders Design. Vielleicht werde ich den gegebenenfalls dazu holen. Im Moment lassen wir erstmal Schlachtkreuzer 7. Sobald wir Adamantium haben, dauert ja nur noch 7 Runden. Vielleicht werden wir es auch vorher fertigstellen. Können wir ja mal richtig Gas geben. Dann bauen wir ja Adamantium ab. Hier zum Beispiel. Wollen wir denn noch Adamantium? Da haben wir Antimaterie. Hier haben wir Adamantium. Gar nicht so viel, ne? Vielleicht müssen wir auch mal was kaufen. Im Moment habe ich aber nicht so viel Kohle. Wir können ja auch was verkaufen. Können wir noch schauen. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. Einmal die Truppen bewegen. Unsere gehetzte Patrouille. Was ist das denn hier für einer? Das ist nur ein Parasit. Nur ein kleiner, mieser Parasit. Den haben wir gerade erst gezogen, ne? Ja. Projektilwaffen. Bald ist es vorbei, Loas. So, sehr schön. Macht jetzt die protektive Geschichte. Was haben wir hier? Da terraformen wir. Ja, ist gut. Objective. Ach, leck mich am Arsch. So. Los. Er hat umgestellt komplett auf Projektilwaffen. Jetzt angreifen werden, ich werde nicht platt gemacht. Probieren. Das erhöht aber unsere Schlagkraft nicht.
glaube, wir bauen den erstmal so um. So. Schiff 8. Aufwerten. Kommen die denn zusammen? 458, 400, ja, sind wir schon besser. Jetzt werden wir noch die Korvette hier ein bisschen umbauen. Müssen wir eben improvisieren. Da haben wir sogar Projektilwaffen. Schau an. Beziehungsweise Projektilschutz. Und machen den hier. Das bringt uns schon mal jetzt gar nichts, aber das. Nein, wir nehmen das. Erhöht nochmal den Schaden. Anwenden. Mal jetzt die Korvette 8. Auch anwenden. So, wir haben jetzt umgestellt auf Projektilwaffen. Okay, und Projektilverteidigung. Das ist nur ein Schild, okay. Alles klar. Jetzt müssten wir sogar gewinnen. Na? Alles klar. Also man muss immer schauen, wie die angreifen. Mit was für Waffen und das dann entsprechend auch anpassen. Weil die sonst uns doch sehr schnell zerlegen. So. Was kostet das? Ja, ist nicht so teuer. Das können wir reparieren. Dich muss ich jetzt hierhin verlegen. Dann einmal die Patrouille. Wo ist die denn? 2046, 2274 ist das Maximum. Die repariert sich von alleine. Okay. Haben wir das erstmal fertig? Was haben wir denn hier? Ups. Das wollte ich jetzt gar nicht, aber ist nicht schlimm. Wir werden die sowieso noch mal aufwerten. Du gehst jetzt darüber. Dann haben wir hier eins raus und da hoch. So. Dann ihr alle euch bitte gruppieren. Ihr auch alle gruppieren. Dann habe ich hier zwei vollwertige Flotten. Und hier habe ich nur die Korvette, das ist aber nicht schlimm. Da brauche ich noch was. Ah ja. Sehr schön. Hier sind wir uns gerade am Einigeln, das ist in Ordnung. Wie lange braucht er denn so? Drei Runden, dann mach doch mal das. Und anschließend baust du noch ein Schlachtschiff. So. Da haben wir auch noch eins.
Das legen wir gerade hier runter, damit wir hier wieder eine vollständige Flotte haben. Okay, hier müssen wir mal ganz dringend anfangen, was gegen zu tun. Das lassen wir erstmal. Ja. Also im Moment ein bisschen alles improvisiert. Weil Odiani auch, muss man sagen, nicht ganz doof reagieren. Und ja, das ist vorbei. Okay. Hier haben wir mehr Bevölkerung. Die Lena hat einen Fertigkeitspunkt bekommen. Und Wissenschaft ist auf gar keinen Fall im Moment verkehrt. Aber hier ganz dringend, ne? Guck mal, wir können das fertig bauen. Mach ich doch einfach mal. Weil ich dadurch jetzt dann auch Adamantium produziere. Sind zwar nur 8 pro Runde, aber immerhin. So, Mars. Alles klar. Da wird noch nicht abgebaut. Was haben wir denn jetzt hier? Kolonisiert, kolonisiert. Den können wir verbessern. Dauert nur 5 Runden. Dann macht das mal. Den können wir auch verbessern. Dauert nur 5 Runden. Können wir aber jetzt nicht einstellen. Das ist dieser Bug. Da habe ich schon mal von berichtet. Haben wir strategische Ressourcen? Nein. Also, auf Harrow, ja. Aber bringt das dann was? Na, wir bauen das mal hin. Mal gucken. Nee, wir bauen erstmal was anderes. Oh, dauert nur 3 Runden. Bau mal. Mal gucken, ob das was bringt. Und dann machst du noch das. Fahrt. Ach, da sind wir ja gerade. Okay. Die Wahlen stehen an und die Militaristen sind natürlich in Kriegszeiten vorne. Völlig... Was? Ach, das ist nicht schlimm. Das sind die Ungefallenen, die bauen auf diesem Wege, bauen die ihre Flotten aus, ihre Handelsrouten aus. Also die nehmen uns nicht unser und das System ab. Das machen sie nicht. So, sondern die bauen im Grunde, bauen die hier einfach nur, ja, eine Versorgungslinie auf. Ich habe das noch nicht so, ich sehe das jetzt, so, wenn ich das richtig sehe. Okay. Kann das hier nicht nutzen, siehst du? Ich habe hier nur die Kolonie. Ich habe hier nur die Akademie. Zerstört, klein, Hyperion. Kann ich leider nicht nutzen. So. Mal alle vorziehen. Ah, Verstärkung ist fast da. Unser Patrouillenschiff ist praktisch fertig, ist fertig. Dann zieh doch einfach mal wieder hier rüber und beende mal das Schauspiel mit diesen Parasiten im wahrsten Sinne des Wortes. Was kommt denn hier an? Ein Invader. Ein Invader kommt normalerweise nicht alleine. Wir haben hier unsere Truppen, die können wir runterziehen. Das ist also nicht so dramatisch. Und was haben wir hier? Oi. 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 Schau an. Wir kriegen Besuch. Nee, das machen wir nicht. Wir kämpfen einfach nur.
Ja. Entscheidender Sieg. Ja, die haben sich zurückgezogen. So entscheidend war der jetzt nicht. Okay. Die Korvette kann erstmal gar nichts machen. Die steht jetzt erstmal hier nur Schmiere. Und die Patrouille nutze ich jetzt mal um die Systeme, wo ich noch ein bisschen was erforschen kann, zu erforschen. Außerdem schicke ich hier mal eine runter und da mal eine Sonde runter. So, ups, nein, erstmal da geblieben. Kionos, da haben wir soweit alles. Fliegt man dann dahin. Zug beenden. Ich möchte die Lumeris etwas mehr unter die Lupe nehmen. Weil die anderen Feinde kennen wir alle. Da wissen wir, wo die Gefahr herkommt. Die Lumeris, die halten sich immer ganz gerne so im Hintergrund und schlagen dann zu. Die SA ist gewachsen. Der Dominik kriegt wieder einen Punkt. Das ist gut. Zufriedenheit haben wir im Moment kein Problem. Was ist das? Macht das auch mal. Produktion ist immer gut. Ja, Ugaru hat schon eine ganz ordentliche Produktion mit 251. Könnte aber noch besser werden. Und wir müssen hier dringend was für die Sicherheit tun. Warte mal eben. Haben wir nämlich noch gar nichts getan. Was ist das? Also noch nichts wirklich, was zählt. Okay. Kionos tut jetzt was für die Sicherheit. Das freut mich. Ugaru hat gerade schon was abgeschlossen. Mars auch. Haben wir hier sonst noch was, was wir beim Mars machen können? Ja, jetzt machen wir das da. Danach die Pulvisproduktion. So, Ugaru. Okay, hat man gerade erst eingestellt. Machen wir das. Okay. Das muss als erstes kommen. Weil wir dann hier Transrebe endlich mehr auch produzieren. Das ist der einzige Ort, wo ich Transrebe produziere. Und das ist äußerst ärgerlich, dass ich da nicht mehr habe. Und was sehe ich denn da? Das kommt ganz am Anfang. So, weil das bringt mehr Wissenschaft. So. Okay. Ist soweit fertig. Ich werde mal zwischen den Folgen, werde ich mal jetzt, wenn wir jetzt fertig sind, weil das sind wir jetzt, so ein bisschen die Einstellung der Planeten optimieren. Ja, Produktion schauen, dass wir alle auf Level 2 haben und dergleichen. Das sind so Kleinigkeiten, die einfach nur nicht optimal sind. Und da möchte ich euch einfach nicht mit langweilen. Könnt ihr mir ja mal schreiben, wenn euch das trotzdem interessiert, dann werde ich das zukünftig unterlassen, aber so werde ich jetzt das einfach mal zwischen den Folgen machen und hau vorher aber noch hier den Rodiani Invader weg.
mit meiner Korvette, das sollte an für sich überhaupt gar kein Problem sein. Weil er ist gegen unsere Waffen gar nicht geschützt. Ja, ist auch kein Problem. So. Hier können wir alles kopieren. Also mal auf dem Weg hin, das ist okay. Und die beiden Flotten, die stehen. Die können wir dann bei Bedarf auch entsprechend umstellen. Und mit der Patrouille werden wir dann hier erforschen, damit wir hier nach Möglichkeit von den Rissgeborenen nicht überrascht werden. Ja, dann sieht es doch soweit erstmal ganz gut aus. Außer, dass wir hier diese ekelhafte Scheißflotte haben. Wir brauchen also hier auf jeden Fall auch noch was. Das mache ich dann in der nächsten Folge. Ich sage erstmal vielen Dank dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es ist nach wie vor interessant. Was haben wir hier? In 5 Runden ist es eine Kolonie. Ja, wenn wir den erstmal weg haben, geht es noch schneller. Und ja, so langsam nimmt es Form an. Ne? Also wir haben jetzt hier, die Flotte steht. Die beiden stehen auch. Wir bauen hier noch eine, die wir dann hier rüber schicken. Wenn wir die zwei Flotten haben, dann werden wir uns mal um die Rodiani kümmern. Wir werden parallel dazu im Hintergrund noch 2 weitere Flotten mindestens aufbauen. Und dann über kurz oder lang auch mal hier oder beziehungsweise hier unten bei den Rissgeborenen Hallo zu sagen. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank. Und wir sehen uns. Lasst mir einen Daumen da. Würde mich freuen. Bis dann. Tschüss, euer Alien.